Dann, wenn ich natürlich Daniel von Fairrank schon hier stehen habe, erzähl noch ein bisschen, was ist bei euch so in der Pipeline, was passiert alles? Ihr vergrößert euch ja auch, immer versucht Personal und so weiter. Die SEO-Branche, boomt die wirklich? Für uns würde ich sagen, ja. Also insgesamt die Branche wächst, aber sie wird auch enger. Wir haben natürlich dadurch, dass wir im letzten Jahr ein SEO-Tool für Kleinstkunden rausgebracht haben, das ist bei uns der am stärksten wachsende Bereich. Da suchen wir auch aktuell Leute für, Entwickler für, aber auch Leute fürs Produkt, also Produktmanagement. Und das macht richtig Spaß. Wirst du auf dem SEO-Day auch dabei sein? Ja, ich werde auch einen Vortrag machen. Ja, der Speaker, ja, Logo. Ja, das sollte jetzt die Kurve zum SEO-Day sein, weil der steht ja auch noch an, ne? Ja. Fabian, erzähl uns da noch was dazu. Abschließend noch zum SEO-Day. Kannst du uns da was Neues erzählen? Ja, natürlich. Also dieses Jahr sind wir mit 4 parallelen Slots unterwegs. Letztes Jahr und vorletztes Jahr nur mit 3. Wir haben jetzt 300 angemeldete Gäste. Letztes Jahr waren wir so 660. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder über 400, 500 kommen. Das wäre cool. Anmeldung läuft ein bisschen schleppender als in den letzten Jahren. Aber ich habe auch ein bisschen wenig Wirbel gemacht. Das muss ich jetzt mal wieder machen. Alle Leute Bescheid sagen und anhauen. Hey, blog da mal drüber und so weiter. Das muss jetzt kommen. Ansonsten bleibt das Konzept gleich. Wir haben wieder Vorträge, wir haben wieder eine Party und halt Networking all time. Der Preis ist auch wieder gleich, 250 Euro netto. Was gibt's sonst zu sagen? Komm, lohnt sich. Danke. Super, danke euch. Kann ich noch jemanden grüßen? Ich würde gerne meine Oma und meine kleine Schwester grüßen. Deine Schwester grüße ich am Montag für dich. Er ist ihr Chef. Alles klar, danke.